Hi und willkommen zurück auf meinem Kanal Besser Urlauben. Heute präsentiere ich euch den Robinson Club Esquinzo Playa hier auf Fuerteventura. Der Robinson Club Esquinzo Playa liegt an der Südostküste von Fuerteventura, ca. 1 Stunde bis 1 Stunde 30 vom Flughafen in Puerto del Rosario entfernt. Der Club liegt ca. 40 Meter über dem türkisblauen Meer, direkt am wunderschönen Sandstrand von Playa de Esquinzo. Aber fangen wir mal dort an, wo man einen Hotelaufenthalt immer anfängt. An der Rezeption. Die Rezeption bzw. Lobby ist etwas kleiner gehalten, was mir persönlich sehr gut gefällt. Direkt neben der Rezeption gibt es auch noch einen Service-Sender. Hier werden zum Beispiel die ganzen Tagesprogramme und Shows angekündigt. Im Service-Sender selbst bekommt man unter anderem auch Poolhandtücher. Direkt gegenüber findet ihr die Ladenstraße. Hier habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu kaufen, die man für das tägliche Leben benötigt oder die man auch gerne mal zu Hause vergisst. Außerdem habt ihr hier einen Waschraum. Somit habt ihr die Möglichkeit, eure Wäsche im Club zu waschen und zu bügeln und frisch mit nach Hause zu nehmen. Ein Tab fürs Waschen kostet 1 Euro. Machen wir mit dem Strand weiter. Hier gibt es insgesamt 2 Strandzugänge. Einmal hier und einmal hier. Ihr habt dann die Möglichkeit, über diesen Weg und eine Treppe bis runter zum Strand zu laufen. Am Strand habt ihr das Kitesurfing-Center und eine Beachbar, die allerdings extern ist und nicht zum All-Inclusive-Programm dazugehört. Weiter geht's mit der Poollandschaft. Da gibt es zum einen den Sportpool und den Spaßpool. Das Tolle am Sportpool ist, dass er beheizt ist. Hier finden außerdem verschiedene Schwimmkurse statt. Der Spaßpool ist nicht beheizt, sieht dafür aber aus wie eine tolle Lagune. Außerdem gibt es noch einen beheizten Kinderpool, der mit einem Sonnensegel überdacht ist. Und direkt nebenan eine mega coole Rutsche. Wer es gerne ein bisschen ruhiger haben möchte, der ist am Ruhepool bestens aufgehoben. Direkt nebenan ist der FKK-Bereich oder Nacktbereich. Hier gibt es einen Pool und auch die Saunalandschaft. Außerdem gibt es hier auch noch ein Fitnessstudio. Ein weiteres und kleineres Fitnessstudio befindet sich in der Nähe des Sport- und Spaßpools. Und gegenüber davon ist auch noch ein Gruppen-Fitnessraum. Hier werden unter anderem Spinning-Kurse angeboten. In diesem Eck des Clubs gibt es noch 2 à la carte Restaurants, die leider wegen Corona geschlossen waren. Man kann im Club noch weitere Sportarten ausüben, wie zum Beispiel Beachvolleyball, Fußball oder Tennis. Machen wir mit der Hauptbar und dem Bereich drumherum weiter. Hier spielt sich im Club am meisten ab. Hier treten mittags und abends verschiedene Bands, DJs und so weiter auf. Boom.
Weiter geht es mit drei verschiedenen Zimmerkategorien. Kommen wir nun zum Hobbyclub. Hier kommen die Kinder voll auf ihre Kosten. Und das war's von mir hier aus dem Robinson Club Esquinzo Playa. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Besser Urlauben Kanal. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald. Tschüssi.